Willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. So, wir sind jetzt im Szenario Frisches Blut. Was schon ziemlich nice ist. Unser Park ist quasi noch zu. Wir haben Eintrittspreise. Und das war's. Wir haben unten eine Geisterstadt. Und die werde ich jetzt einfach mal von Anfang an löschen. So, das erleichtert nämlich das Bauen ungemein. Okay, wir haben hier einen Berg, wir haben hier einen kleineren Berg. Der kleinere Berg ist eigentlich ziemlich ein Stück unnötig, weil er einfach total bescheuert ist. Ende. Und wir haben jetzt hier Achterbahnen zur Verfügung. Und davon haben wir so irgendwie einen Liftsack und den Katapult des Schenkens. Und da habe ich immer eine Liege-Achterbahn gebaut. Die gibt es ja auch nicht. Hä? Das ist halt auch nicht. Die Presse ist. Das ist wahrscheinlich so eine Speed-Achterbahn, die ich eigentlich auch nicht bauen will. Und dann bauen wir diesen Compact und Inverted Coaster. Oder was für die denn hier mal so rausgelöst? Also, das können wir natürlich machen. Aber ich würde sagen, wir machen hier die klassische bauen einen Comeback in Better Coaster. So. Der dann hier irgendwo mal steht. Okay. Das ist schon mal ein Fail. So. Bam, bam, nein, wir mir das bitte jemand erklären, wieso ich jetzt schon mal den gleichen Fehler nochmal machen will. So, erst natürlich die Bahnhöhen mal anschauen. Perfekt. Das ist
ein guter Anfang. Oh Gott, ist das jetzt dunkel. Ja, das Problem ist jetzt, wir haben hier unten quasi kaum noch Platz, irgendwas hinzusetzen. Ah, genau. Das sollte man noch ansprechen. Es gibt hier nämlich noch Freikarten. Freikarten, genau. Freifahrten. Which means that wir unsere einzigen Einnahmen, die wir haben, über die Parkeintrittskarten haben. Mhm. Und halt über das hier. So, kam gerade jemand rein. Naja. So. Wichtigstes zum Thema Einnahmen. Sehen wir dann hier. Dann. Also das ist thematisch dann, wenn man zu Dose gehört. Kommt eigentlich immer woanders hin. Nicht hier hoch, da kommt der kleine Gruselpark thematisch hin, zumindest bei mir immer. Da muss ich allerdings erst den Weg hoch anlegen, das geht nämlich am besten damit. Boah, kann ich bitte Tag haben dafür. Moment mal, ja sowieso kein Verlust, glaube ich. Alter. So, bis wie viel Uhr gehen das? Geil, es gewittert es auch noch. Ey Leute, ernsthaft. Ich mache hier gerade Verlust. So, ist raus. Gut. So, sieht man nämlich, hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Bahn selber. Also man kann es genauso gut bauen. Aber man kann das Terrain anpassen. So. Perfekt. So, lala. Also wir haben jetzt hier so eine Art Allee. Okay. Hier, das passt noch alles. Gut, jetzt müssen wir das Ding erst neu testen lassen. Ich kotze gleich. Aber dafür haben wir jetzt halt hier oben die ganzen Sachen. Nö, hier muss ein anderer Weg gehen. Okay, dann Spiegellabyrinth. Okay. Was haben wir noch so? Wir haben noch hier bestimmt. Ah. Also wie man hier schon sieht, da es gibt schon... Oh lol. Und hier kann ich einen Weg hinbauen, oder? Okay, wenigstens etwas. So. Haben wir hier nicht noch andere Bahnen? So ein Spukhotel. Wow. Erste Bahn EU West. Also die Bahn hier ist... Also das ist jetzt das, was ich dann wohl offiziell auch als Frechheit bezeichnen würde, so eine Bahn.
Weil das ist wirklich unter aller Sau. Ah, naja, es ist eine Attraktion. Natürlich eine Attraktion, die jetzt nicht unbedingt für viele Besucher sorgen würde. In einem normalen Rollercoaster Tycoon 3 Park. Aber hier reicht's. Man braucht einfach nur am Anfang viele, viele Attraktionen, um den Park zum Laufen zu bringen. Das ist das eigentliche Geheimnis hinter frischem Blut. Wenn man daraus einen gut laufenden Park baut. Und man braucht halt auch Attraktionen. Ich wollte gerade sagen, man braucht Attraktionen, die bei Regen auch noch anvisiert werden. Aber genau das ist es ja, was man hier nicht zwingend. Das ist ja praktisch. Das heißt, ich kann hier unten einen Weg bauen. Da kann alle nochmal, das ist ja auch anders. Wenn das so effektiv, also wenn wir hier effektiv Platz anders, also so halt nutzen können. Dann müssen wir auch das Spiellabyrinth hier hinten. Kommen hier nämlich andere Bahnen hin. Zum Beispiel der rote Drop. Den klatschen wir zum Beispiel da hier hinten hin. Jo. Dann machen wir einen Sargeingang. So, Spinne. Perfekt. Dann. Nur noch das Spiellabyrinth. So. Und jetzt haben wir das Ganze hier in das Spukhotel. Haben wir schon mal irgendwie viel mehr als vorher. So. Ist ja auch nur ein Spukhotel, ist ja keine Geisterbahn oder so. Das ist quasi die billige Variante. So setzt der Grusel Shakes 1, wo auch wieder alles 2 Euro kosten wird. Passt auch, Sugi. Dann flasche ich oben noch einen Burgerladen hin. Ja. Hier ist das Lustige dran. Hier, wo das Zeug direkt auf dem Weg ist. Kann ich Attraktionen, also kann ich solche Sachen hier drunter setzen. Was halt echt genial ist eigentlich. So, und dann kommt hier noch eine Information hin. Warum kann ich die jetzt da nicht so klatschen? Das ist eigentlich auch noch logisch. Ah ja. Mal 3,52 € für einen Regenschirm. Okay. Regenschirm. Ja, gut, wie mache ich das jetzt hier ein bisschen? So, dann natürlich noch. Geldautomat kommen eigentlich nicht in diesem Szenario. Da schauen wir noch eine erste Hilfe hin.
Ja. So. Jetzt nämlich hier auf der Rückseite den gleichen Berg jetzt auf der Frontseite wieder hoch geht, auch wieder runter. Das ist ganz wichtig, damit es hier keine Staus gibt da oben. So. Okay. Das ist jetzt quasi der etwas langweiligere Part, aber ich kann ja eigentlich schon mal, nachdem alle Attraktionen auf sind, den Eintrittspreis schon mal auf 12 Euro stellen. Ich glaube, das ist ganz angemessen. Noch schnell ein paar Menschen einstellen hier. Und ausbilden. Und das Ding quasi starten, aber zuerst ist es wahrscheinlich noch wichtig, hier unten noch eine Information hinzupacken. So ist der Park offen. Ja. Ist auch schon erst Leute, oder? So. Ist auch schon, dass diese Park tatsächlich mal genau. Wow. Das Ding ist gerade mal neu eröffnet und schon kaputt gegangen. Läuft. Oh, warte, bevor wir das machen. Damit uns hier schon mal keine bescheuerten Überraschungen kommen. Wir haben schon einmal die Besucher im Park, wie man hier sieht. Läuft ganz gut. So, die Ecke auch noch runter. Perfekt. So. So.
So. So ein gemäßigter Abhang sieht dann doch etwas schöner aus. Finde ich. So. Park läuft. Jetzt passabel. Jetzt machen wir das mal folgt, dass wir erstmal ein bisschen Darlehen zurückzahlen. Ist nämlich schon ganz wichtig, denn es ist mehr oder weniger Sinn auch in diesem Szenario, dass man seine Darlehen zurückzahlt. Deswegen ist es auch nur bedingt gut, wenn man am Anfang, wie ich, sehr viele Darlehen aufnimmt. Ist aber, wie man jetzt auch gerade gesehen hat, nicht so weit schlimm, da man relativ schnell hier wieder an gut Geld kommt, wenn der Park läuft. Das ist natürlich auch wichtig. Der Park muss laufen, damit das hier funktioniert. Okay. Oh, ich bin pleite. Geil. Warum bin ich pleite? Da kann ein Besucher mal reinkommen, richtig? Oh ja. Und dann setzen wir den Eintrittspreis runter, vielleicht kommen dann neue Leute. Weil neue Attraktionen? Oh lol, doch Tatsache. Wir haben zum Beispiel eine Rutsche. Ja, gut. Ich glaube, mit den Darlehen war ich doch etwas zu früh am Zurückzahlen. Alles klar. Wir haben noch einen Scooter und einen Zirkusfilm gerade auf. Warum habe ich die noch nicht gebaut? Ich meine, wenn man den hier schon einbauen kann, sollte man es doch auch tun. Passt dann schon. Eigentlich wollte ich ja jetzt hier ein paar Rutschen hinstellen. Denn hier hinten jetzt auch so ein kleines Abenteuerthemen. Also es, man kann ja auch einen kleinen Abenteuerthemenpark reinsetzen. Das würde ich dann fast hier hinten machen. Und dann die Schlangenweglampe wäre cool. Da ist sie. Und hier quasi den etwas goldeneren Schein reinkommen. So. Jetzt heißt es erstmal wieder an der Szenerie verschönern.
Zäune und wir machen immer noch Verluste. Scheiße. Warum machen wir noch Verluste? Das ist ungünstig. Ne, ernsthaft, warum machen wir Verluste? Hack Eintrittskarten. Nice, 40 Euro. Haben wir damit Umsatz bei dieses Mal. Das heißt, es sind also 5 Leute im Park gegangen. 5! Das sind ja Unmengen hier. Also wie soll ich denn da wieder auf den grünen Zweig kommen? Okay, wir erhöhen auf 10. Wir erhöhen den Parkeintritt auf 10. Und schalten mal, drehen davor schon mal den Geldhahn zu. Das ist so 10 Euro im Monat. Für Forschung ausgeben. Wo soll ich denn noch diese Kackdarlehen zurückzahlen? Das ist das kleine Problem da. Also der Park muss sich quasi aus Speisen und Getränkevorräten finanzieren zurzeit. Oh Gott. Das kann ja nicht funktionieren so. Das ist ja furchtbar. Wieso ist das kaputt? Ach, was ist das denn? Wieso machen wir so viele Verluste? Haben wir irgendwelche Attraktionen, die nicht offen sind im Park? Cool, das ist offen. Spielhotel ist offen. Wahrscheinlich sind die Gedanken sieht mir zu extrem aus. Nee, gar nicht mal. Ja, wegen dem Regen hat er immer irgendwie ein Problem voll zu werden. Ist schon doof. Ah, schau mal an. Wir sind irgendwie gerade in den schwarzen Zahlen, weil jede Menge Leute in unseren Park eingegangen sind. Toll! Ey. Warum auch immer gerade so viele Leute rein sind. 55 sogar. Haben wir schwarze Zahlen geschrieben? Wahnsinn. Ich muss irgendwas machen. Leute in den Park kommen, auch wenn es regnet, habe ich das Gefühl.